und so weiter. Sehr schön. Hier wäre es wichtig, dass ihr komplett umschaltet. Nicht weiter, wie ich spiele bisher. Das klingt so, bom, bom, so ein bom, 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 bom. Eine völlig andere Atmosphäre. Es gibt keinen Bass. Ihr seid plötzlich der Bass. Das ist nicht eure normale Aufgabe. Ihr seid jetzt sozusagen Wesen aus dem Himmel. Wenn der Bass irgendwie nicht mehr da ist, heißt, es läuft nicht mehr normal weiter. Wir hören ein überirdisches Wesen. Du bist nicht mehr die Blockflötistin, die eben gespielt hat im Tutti. Sondern wir hören ein höheres Wesen und staunen. Euch steht der Mund auf, ihr wisst nicht, was los ist, ihr könnt nicht mehr eingreifen. Und plötzlich machen die Bässe, die Bässe sind in der Bratsche, spielen so einen Herzrhythmus, bum, bum, bum. Und so ein wunderbares Herz, was ganz neu und anders schlägt. Lass uns nochmal anfangen, das ist schon viel, viel schöner. Wir können ja tam, ti, da, dam, pam, pim, viel mehr Trauer spielen. Dann tam, pam, das ist wieder ein bisschen mutig. Und dann habt ihr diese eine Stelle mit der Chromatik, Takt 13, ne? Bitte kein Crescendo nach oben, ein seelisches Crescendo, aber eher leiser werden, aber ein Crescendo spüren. Ihr spielt Viertel und sie spielt tam, tararim, pam. Das sind dieselben Töne, aber sie diminuiert das, dass wir das mehr so eine schöne seelische Einheit haben. Und das Letzte, was ich euch noch sagen wünsche, ist, könnt ihr diese Oktaven ein bisschen Dialoge spielen. Bom, 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 bom. Es gibt immer ein sowohl als auch. Das ist nicht einfach so oder so, das ist sowieso nicht italienisch, sondern das gibt so ein wunderbares Fluidum, wenn ihr da beweglich seid. Nochmal von vorne. Im folgenden Film soll es darum gehen, einmal ganz genau hinzuschauen, was passiert eigentlich mit den Tonarten und was passiert mit den Intervallen. In unserer Probe konnten wir sehr genau erleben, dass die Frage des C-Moll, des einleitenden Satzes, und des F-Moll, des zweiten Satzes, eine ganz wesentliche Rolle für die Interpretation alter Musik spielen. Und wir konnten zusätzlich beobachten, dass bestimmte Intervalle eine ganz eigene, zusätzlich unterstützende Wirkung haben. Aus diesem Grunde schauen wir uns im Nachfolgenden einmal genau an, was passiert. Vielleicht zeige ich bei dem ersten Satz von Vivaldi das Verhältnis von Oberstimme und Bass, wie anders man mit den Intervallen und dem Ausdruck umgehen kann. Also wir haben als Tonart C-Moll. Damals hat man auch Akkorde nach oben immer leiser gespielt. Man hat unten am meisten Kraft gesehen. Also hier ist ein grober, ein sehr grober Ton. Und hier oben ein sehr weicher. Die sind gar nicht in dem Sinn kompatibel, wenn es nicht dazu eine Harmonie gibt. Jetzt haben wir hier im Bass eine Oktave höher als dieses C. Wenn wir das reduzieren auf die einzelnen Viertel ohne Achteln, haben wir einerseits diese kleine Terz, die sehr warm ist, sehr innig, ein Gefühl von, wie kommt ein Mensch zu einer höheren, tief empfundenen Weisheit. Jetzt kommt eine Quinte, die mehr öffnet. Und dazwischen werden jetzt noch mehr Töne gefüllt. Und das heißt, mach dich auf den Weg zu viel Innerlichkeit und bringe das in einen höheren Zusammenhang. Und darüber ist, wenn wir das anschauen, diesen Intervall herunter ist eigentlich sehr angenehm von Kirnberger beschrieben. Aber jetzt kommt dieser Halbton, der dazwischen ist, tut fast weh. Wenn man hier mal ein bisschen durch das Kreuz muss. Das heißt, eigentlich scheint es angenehm, aber es tut irgendwo weh. Dann haben wir so eine Mischung. Wenn wir hier, ich nehme noch einen Vorschlag dazu, um das ein bisschen abzumildern. Dann kommt hier. Haben wir die kleine Sechste, die Kirnberger als wehmütig, bittend, auch schmeichelnd beschreibt. Und wir haben jetzt einen Durchgang, der innerlich ist, zutiefst innerlich, irgendwo traurig und auch nicht wissend, wie gehe ich weiter. Mir geht es nicht schrecklich, aber ich bin ratlos. So ein
darunter im Bass. Pam, piano, dam, padadam, da geht der Bass relativ unmusikalisch dazu durch und die Oberstimme ist sehr emotional. Ich muss jetzt schauen, wie passe ich zu dieser Bewegung. Der denkt sehr weit, möglichst einen ganzen Takt voraus, wie ein Reiseleiter, der das Ziel kennt, während man oben seiner Emotionen sich über den... Eigentlich weiß man hier schon nicht weiter und macht deswegen dasselbe nochmal. Später kommt dann im Bass ein spannender Weg. Da heißt es eigentlich so ein uralter Bass, der sagt, da musst du durch. Ist ein bisschen schwer und das wird jetzt mit Oktaven gefüttert. Das heißt, es gibt aber einen höheren Zusammenhang, du schaffst das. Und oben drüber ist die Stelle. Was eigentlich ziemlich verzweifelt ist. Wir hier haben. Jetzt hinunter eine Oktave. Und da kommt. Und das ist dann so heftig und so traurig, dass der Bass jetzt besonders aktiv wird mit hohen Oktaven. Bringt ganz viel Licht da rein, um diese Dunkelheit, die oben ist, zu füttern. Die Bratschen machen eine Bewegung von Bom, 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 Bom und schütteln. Das Herz ist aufgeregt. Und dann findet man ganz viel, nur aus der Beschreibung von solchen Dingen, so viele Aussagen. Und dann wird man sich fragen, ob man dieses Stück sehr schnell spielen will und nichts davon mehr in Erscheinung tritt. Das alles zeigen kann man sowieso nicht, aber es ist wichtig, dass man es mal tief erlebt hat und dann beschreibt man in einem schnellen Satz nicht mehr, wie das Gefühl ist, sondern man sagt, so würde es sich anfühlen. Ich habe es nicht jetzt, aber es ist da. Kannst du dieses Prinzip auch noch einmal bitte zeigen am Beispiel des zweiten Satzes in F-Moll? Wir sind jetzt in dieser düsteren Tonart, die Herzensangst ausdrückt. Und hier spielen auch die Pausen eine große Rolle. Man hat damals immer, wenn Pause war, viel mehr ausgedrückt als auf den Tönen. Wenn ich spiele, bam, bam, so etwas. Und was danach kommt, ist gar nicht so stark wie die Emotionen, die man zeigt. Das gehört auch zur Kultur der Begegnung dazu, dass ich nicht sage, bam, bam, so etwas, sondern mich wieder kultiviere. Bam, 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 bam. Ne, wenn ich das dann so spiele hier, dann kommt der zweite Ton, der schon wieder ein bisschen zurücknimmt, damit es nicht zu viel wird. Das ist eine Rückfederung. Das ist nicht so etwas, sondern wirklich. Ich kann nicht mehr. Das ist ganz komisch, der Bass da drunter ist dann. Bam, bam, pa, bam, bam, pa, bam, bam. Man müsste eigentlich einen Bass hören, müsste noch der Ton kommen, damit es vollständig ist. Und das bricht ab. Das nennt man in der Rhetorik eine Abruptio, einen Abbruch. Was soll ich machen, wenn es nicht weitergeht? Ich versuche es noch einmal. Und das wird bestimmt kein Echo sein. Echo kommt in der menschlichen Kommunikation eigentlich gar nicht vor, außer bei Quatsch oder bei ganz tiefen Eindrücken. Man sagt, wunderbar, und sagt, wunderbar. Aber normalerweise ist das nicht. Meistens dramatisiert es sich, vielleicht gar nicht, indem man lauter wird, aber indem man den Ausdruck nochmal verstärkt. Und dann haben wir. Da sind lauter Keile drauf, ist nicht. Das heißt, auch zwischen den Tönen ist viel mehr zu fühlen. Wenn ein Ton kürzer wird, muss man ganz viel Innenleben entwickeln. Nicht weniger machen, sondern das nicht dann. Das ist mehr einer Verbindung und hier ist es dann. Und dann. Dann lassen die Kräfte nach. Und das ist der Moment, wo die Musiker quasi einschlafen in ihrer Rolle als Schauspieler. Und dann kommt ein Bruch und wir tauchen in eine völlig andere Welt ein. Aber darf ich noch einmal fragen, das Thema war ja eigentlich Tonart.
Ja. Da wolltest du noch mal vielleicht zeigen am Beispiel dieses zweiten Satzes, wo das F-Moll sozusagen besonders virulent wird mit seiner Aussage. Wenn wir jetzt zum Beispiel D-Moll hätten. Das klingt relativ angenehm. Nun. Willst du das in F-Moll spielen? Es gibt sofort eine andere Innenspannung. Das kann man jetzt mit einem Melodieinstrument alleine nicht zeigen. Man muss ja die Gesamtharmonie hören und ein gut gestimmtes Instrument oder auch ein Orchester, was gewohnt ist, so zu intonieren, was wir heute nicht sind und wo wir auch mit dem Orchester nicht dahin kommen, wenn sie ein, zwei Stunden in der Woche anders spielen als sonst den Rest der Woche. Da müssen wir Kompromisse machen, aber wir können die seelische Qualität trotzdem abrufen.